Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder auf Ateum und im Turm Zepora. Wir sollen mit der Oriandra sprechen. Die ist direkt unter uns. Keine Nähe zum Aleidischen, aber ich sehe eine mögliche Korrelation zu dädrischen Sprachmustern. Ja, es ging darum, ob sie schon das Ganze übersetzt hatte, was der Herr rechts von uns, beziehungsweise das ist nur sein Abbild, ihr gegeben hatte. Wer? Oh, wisst ihr denn nicht, dass man eine Weise nicht unterbricht, wenn sie sich konzentriert? Ich schätze, der Ritenmeister schickt euch, um zu sehen, wie es mit meiner Forschung vorangeht. Ich habe mir seine Erinnerung wieder und wieder angehört. Und ich habe in jedem weiterführenden Folianten nachgeschlagen, den ich finden konnte. Konntet ihr die unbekannte Sprache identifizieren? Noch nicht. Der Meister des Hauses der Träumereien hat mir seine Aufzeichnungen geschickt. Sie beziehen sich auf eine ähnliche Sprache in den Ruinen von Ebenstadt Mond. Aber ich verstehe nur wenig davon. Ich wünschte, Layton wäre noch einer von uns. Er war unser Fachmann für Sprachen. Layton ist ein Fachmann für uralte Sprachen? Für uralte Sprachen und Kampfmagie, um nur einige seiner Wissensgebiete zu nennen. Layton hat uns verraten. Und ich vertraue ihm nicht. Aber wir sind in einer Sackgasse. Wir brauchen Hilfe. Und das ist die beste Chance, die wir haben. Nehmt die Notizen und zeigt sie, Layton. Was haben wir schon zu verlieren? Gib mir die Notizen. Ich werde mit Layton sprechen. Ich werde dem Ritenmeister meinen Vorschlag darlegen. Es mag ihm nicht gefallen, aber er redet ständig davon, dass wir jede zur Verfügung stehende Ressource nutzen sollen. Ich glaube, hierfür lohnt es sich. Ihr findet Layton in Weiserins Arbeitszimmer. Seht, ob ihr ihn dazu überreden könnt, die Worte zu übersetzen. Erwartet ihr wirklich, dass Layton uns hilft? Ich habe keine Ahnung, aber es ist den Versuch wert. Layton und der Ritenmeister waren Freunde, das weiß ich. Ich glaube nicht, dass Layton absichtlich versuchen würde, Iachesis zu schaden. Andererseits wird Layton die Chance, uns zu helfen, auf jeden Fall nutzen, wenn er denkt, dass er damit seine eigene Sache voranbringt. Warum denkt ihr, dass Layton sich Mephala angeschlossen hat? Ich schätze, es hatte etwas mit seiner Tochter zu tun. Ealdave war ein wunderschönes Mädchen. Klug, niedlich und voller Energie. Sie hellte die ganze Insel auf. Als sie krank wurde, entfremdeten sich Layton und Weisirin immer mehr voneinander. So gingen die beiden mit dieser Tragödie um. Der Zitschik-Orden konnte sie nicht retten? Meint ihr nicht, dass wir es versucht haben? Der Ritenmeister, Weisirin und das ganze Konklave. Doch nichts half. Sie wurde schwächer und schwächer. Und dann starb sie einfach. Val stürzte sich im Anschluss ganz in ihre Arbeit. Layton entfernte sich immer mehr von uns. Sollte nicht Valsirin Layton um diesen Gefallen bitten? Nur wenn ihr ganz sicher sein wollt, dass Layton sich weigert, uns zu helfen. Habt ihr sie gesehen, seitdem sie wieder vereint wurden? Val will ihn töten. Und Layton hasst sie von ganzem Herzen. Sie liebten einander früher so sehr. Jetzt bricht es mir das Herz, die beiden so zu sehen. Ja, dass sie sich mal liebten, ist auch der Grund, weshalb ich nicht ganz glaube, dass sie sich tatsächlich so hassen. Wie immer könnt ihr das Ganze durchlesen, indem ihr kurz pausiert. Unbekannte Sprache. Sprache ist definitiv älter. Achso, das sind ihre Notizen, oder was? Ich dachte, wir sollen jetzt die Schriftrolle sozusagen mitnehmen. Oder das Buch, was auch immer. So, dann schauen wir mal. Wir müssen hier rum. Der sollte... Achso, hier unten dann sein. Interessant. Ihr wart nicht so aufmerksam, als eure Tochter euch tatsächlich brauchte. Layton, ich... Ich muss sowieso nach dem Ritter schauen. Val, warte! Verdammt! Bei den heiligen Netzen der Weberin. Wann bin ich nur so ein unerträglicher Arsch geworden? Valsirin hat das nicht verdient. Ealdave war auch ihre Tochter. Warum spreche ich mit euch darüber? Ich weiß, es liegt nicht daran, dass ich euch so sehr mögen würde. Denn das tue ich nicht. Weil ich Schütze bin und so ein sonniges Gemüt habe und irgendwie mich jeder mag. Ich weiß nicht, such dir was aus. Ich hörte, ihr wärt gut mit Sprachen. Ist das ein neuer Verhörversuch? Wenn dem so ist, dann bin ich mit der Technik nicht vertraut.
Na gut, ich spiele mit. Ja, ich bin ein meisterhafter Sprachkundler. Spezialisiert auf uralte und obskure Sprachen. Warum fragt ihr? Der Ritenmeister hat diese Worte gehört, aber wir können sie nicht übersetzen. Sie können auf den Turmkristall hindeuten. Faszinierend. Ich habe diesen Dialekt noch nie zuvor gesehen. Ich kann ihn übersetzen, aber ich brauche mehr, um damit zu arbeiten. Ich müsste die ursprünglichen Tafeln untersuchen, die in Ebenstadtmond gefunden wurden. Das wird natürlich nie möglich sein. Ihr erinnert euch schon daran, dass ich ein Gefangener hier bin, oder? Ich kann nach Ebenstadtmond reisen. Was braucht ihr, um die Übersetzung abzuschließen? Laut meinen Notizen sind die Worte in einen gewaltigen Stein graviert. Ich bezweifle, dass man ihn hierher mitnehmen könnte. Na gut. Ihr habt mein Interesse geweckt. Benutzt diese Rune, wenn ihr Ebenstadtmond erreicht, und ich werde sehen, was ihr seht. Was genau bewirkt die Rune, die ihr mir gegeben habt? Nichts Hinterlistiges, wenn ihr das damit meintet. Betretet einfach den Wald, findet die obskure Sprache und benutzt die Rune, damit ich das sehen kann, was ihr seht. Abgesehen davon wird sie gar nichts bewirken. Das versichere ich euch. Womit habe ich in Ebenstadtmond zu rechnen? Laut dem Gekritzel des Großdirigenten Forte beim Netz der Weberin, das ist mal ein pompöser Titel, ist der Wald ein Labyrinth voller Monster und Dädra. Was die Gründe angeht, wer kann das schon sagen? Manchmal ist ein verfluchter Wald nur ein verfluchter Wald. Was ist zwischen euch und Valsiren los? Ich weiß nicht, welchen Einfluss das auf unser beider Umgang miteinander haben sollte. Hat es nämlich nicht im Mindesten. Trotzdem waren meine Worte boshaft und sollten sie treffen. Ich hätte keine alten Wunden öffnen müssen. Aber warum kümmert euch das? Ich bin euer Feind. Seid ihr zu dumm, das zu verstehen? Was euch und Val widerfahren ist, war schrecklich. Ich versuche doch nur, euch zu helfen. Ihr und Iachesis, ständig steckt ihr eure Nasen an Orte, wo sie nicht hingehören. Das weiß ich wohl zu schätzen, aber Freundlichkeit wird euch im kommenden Krieg nicht helfen. Na gut, was ich euch sagen kann ist, dass Val unsere Tochter liebte und unsere Tochter Val liebte. Aber warum hasst ihr einander? Hass? Ich bin mir nicht sicher, was ich eigentlich gerade fühle. Aber als meine Tochter im Sterben lag, als sie wollte, dass ihre Mutter sie tröstet, war Val nicht da. Sie verlor sich in ihrer Arbeit. Entweder war sie zu beschäftigt oder sie hatte zu viel Angst davor, diese letzten Augenblicke bei Ealdave zu verbringen. Ja, ich tippe mal auf Zweiteres. Zweiteres, tolles Deutsch, also auf Letzteres, so. Ja, die Antwort kennen wir schon, aber was genau bewirkt die Rune, die ihr mir gegeben habt? Nichts Hinterlistiges, wenn ihr das okay. damit... Kommt genau der gleiche Text dann wieder, okay. Dann reisen wir mal dahin. So, wir sind nun da und zwar bin ich hier oben vom Wegschrein des Ebenstadtmund hier rüber geritten, also im Prinzip hier runter und dann hier so hoch, neben dem Symbol mit diesem Baum hier. Und da können wir jetzt die Rune benutzen. Ah, die Rune funktioniert perfekt. Es ist fast, als stünde ich direkt neben euch. Ich kann spüren, dass mächtige Magie diesen Ort durchdringt. Ich nehme einen dädrischen Einfluss wahr, aber es ist etwas sehr viel Älteres als meine Fürstin Mephala. Wonach sollte ich suchen? Laut den Notizen des Dirigenten waren die uralten Worte in einen gewaltigen Stein geritzt worden. Ich gehe davon aus, dass ihr tiefer in den Wald reisen müsst, um den fraglichen Ort zu finden. Ich kann die Worte, die der Ritenmeister gehört hat, erst verstehen, wenn ihr den Stein erreicht. Wie finde ich diesen großen Stein, der mit uralten Schriftzeichen bedeckt ist? Ich bin doch nicht euer Stadtführer. Sucht euch eine Richtung aus und geht los. Wartet einen Augenblick.
Die Notizen des Dirigenten. Es gibt einen Abschnitt, der hilfreich sein könnte. Etwas über Krähen. Vielleicht reicht euch das als Hinweis. Ich werde den Stein finden. Nutzt das Buch und setzt die Rune wieder ein, sobald ihr die Inschrift gefunden habt. Ja, das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal ein Stückchen weiter. Den muss ich jetzt aber nicht unbedingt mitnehmen. Den möchte ich jetzt nicht triggern. Und hier ist der Eingang zum Stadtmond. Eben Stadtmond. So, dann schauen wir mal kurz in das Buch rein. Und zwar steht da auf der rechten Seite, den Absatz fand ich besonders rätselhaft. Mit zwei Krähen fängt es an. Eine auf einem Ast folgt sodann. Aber nicht eine oder zwei, also drei, bringen euch weiter. Die Krähen entscheiden es, bös oder heiter. So, das heißt, dass wir als erstes die Tür suchen müssen. Ich meine, die wäre hier unten. Mit zwei fängt es an. Das heißt, wir suchen erstmal die Tür mit zwei Krähen. Wieso kann ich denn jetzt schon wieder den Stein, die Rune benutzen? Habt ihr die Inschrift gefunden? Ja, aber warum kann ich mit dir reden? Doch die Inschrift ist in der Nähe. Ich spüre aber etwas. Nocturnals Anwesenheit. Ich weiß. Ich sehe die der Wölfe. Der Großdirigent erwähnte Dädra. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie zu einem der Gönner des Hofs der Aufruhr gehören würden. Das ändert alles. Jetzt bin ich wirklich daran interessiert, euch bei der Übersetzung der Erinnerungen des Redenmeisters zu helfen. Was meint ihr damit? Was hat denn das mit Nocturnal zu tun? Eine hervorragende Frage. Aber wir werden es nicht erfahren, wenn ihr hier weiter herumsteht und euch mit meiner Projektion unterhaltet. Setzt euch in Bewegung und findet diesen Stein mit den Inschriften. Okay, machen wir. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal hier den Weg komplett entlang. Steckt ihr fest oder habt ihr beschlossen, euch nicht zu rühren? Ich habe beschlossen, mir dumme Sprüche von dir anzuhören, Basti. Aber danke, dass du mir so gut hilfst, mein Freund. Immerhin bist du der Tank hier. Wie können die mich eigentlich angreifen, wenn die gar nicht bei mir sind? Ich werde es wohl nie erfahren. So, irgendwo hier. Die uralte Inschrift. Ihr habt sie gefunden. Hier stimmt etwas nicht. Ich spüre unsere Verbindung. Reißt ab, Nocturnals Gräfin ist. Wo Layton nun fort ist, können wir frei sprechen. Ja, Basti, du machst doch diese schon. Worte der Macht, sie sind nicht für die Augen Sterblicher bestimmt. Als Gräfin am Hof des Aufruhrs könnt ihr mir gerne glauben, wenn ich euch sage, dass Layton nicht ganz ehrlich zu euch ist. Warum sollte ich einer Gräfin vom Hof des Aufruhrs auch nur ein Wort von dem glauben? Ich will das Gleichgewicht der Macht in der dädrischen Triade erhalten. Wenn Layton diese Sprache übersetzt und ihr Geheimnis an seine Herrin Mephala weitergibt, hat sie einen Vorteil, der meiner Fürstin Nocturnal gefährlich werden könnte. Es klingt, als ob die Triade der dädrischen Fürsten nicht so geeint ist, wie es scheint. Spekuliert gern, so viel ihr wollt. Ich bin hier, um euch ein Geschenk zu machen. Nocturnal will, dass ich euch mit der Bedeutung der uralten Worte versorge. Es ist zu unser aller Vorteil, wenn sich der Redenmeister daran erinnert, wo er das Herz des durchschaubaren Gesetzes verborgen hat. Also, was bedeuten die Worte denn nun? Der Satz, an den sich der Redenmeister erinnert. Der, der sich ständig wiederholt. Es ist ein Zauber, um etwas Verborgenes zurückzuholen. Zur rechten Zeit muss er nur den Satz wiederholen und das Versteck des Herzens wird offenbart werden. Warum birgt Nocturnal das Herz nicht selbst? Meine Meisterin erklärt sich mir nicht. Und sie wird sich ganz sicher auch nicht euch erklären.
Ich gehe allerdings davon aus, dass nur der Ritenmeister das Herz zurückholen kann, weil er ja auch derjenige gewesen ist, der es versteckt hat. Ihr wusstet genau, wann und wo ihr mich kontaktieren müsst. Aber woher? Atheum ist nur so sehr vom Rest der Welt abgeschnitten, wie es das zustande bringt. Erst erlaubte es die Kluftperle der Seegrecke und Mephala auf die Insel der Psychika vorzudringen. Dann nahmt ihr Layton, einen Grafen am Hof des Aufruhrs, gefangen. Wir kennen jeden eurer Schritte, bevor ihr ihn macht. Was hofft die Triade von dädrischen Fürsten zu erreichen? Unsere Fürsten wollen die Gesetze aufheben, die ihnen von anderen Mächten auferlegt wurden. Sie wollen Nir neu erschaffen, damit es besser zu ihren Neigungen passt. Dafür müssen natürlich alle Hindernisse beseitigt werden, einschließlich der anderen dädrischen Fürsten. Und welchen Vorteil zieht der Hof des Aufruhrs aus all dem? Der Hof ist nicht böse. Wir würden nicht bei etwas mitwirken, was nicht dem Gemeinwohl dienen würde. Wenn unsere Fürsten fertig sind, sind Krieg und Krankheit ausgemerzt. Es wird wahren Frieden geben. Und die Höflinge werden zu Göttern erhoben, wie es zu unserem Stand passt. Wie wurdet ihr in die ganze Sache verstrickt? Ich bin ein Dunkelelf, ein Kind Morrowinds, das vom Weg abkam. Wut und Verzweiflung hätten mich beinahe überwältigt, bis Nocturnal mir Trost spendet. Die Nachtherrin erfüllte mich mit einem neuen Ziel und gab mir etwas, woran ich glauben konnte und was größer war als ich selbst. Aber ihr seid keine Hochelfin, wie die anderen Mitglieder des Hof des Aufruhrs. Es stimmt zwar, dass der Hof in weiten Teilen aus Hochelfen besteht, die glauben, dass sie ein Geburtsrecht auf die Göttlichkeit haben. Doch so einfältig bin ich nicht. Nocturnal hat mich als ihre Gräfin auserwählt. Sie lehrte mich, dass Treue der Weg zum Aufstieg ist. Und meine Treue ist groß. Na gut. Sag dem Ritenmeister, es ist ein Rückholzauber. Endlich. Mach ich. Meine Verbindung zu der Rune ist wiederhergestellt. Erzählt mir, was Nocturnals Gräfin gesagt hat. Ich fasse es nicht, dass Nocturnals Gräfin sich derart einmischen konnte. Wir sollten doch Verbündete sein. Warum sollte sie versuchen, mich davon abzuhalten, diese uralte Inschrift zu lesen? Nocturnals Gräfin meinte, der uralte Satz wäre ein Zauber. Ein Zauber? Interessant. Und irgendwie mit dem Versteck verbunden, das der Ritenmeister vergessen hat. Ich frage mich, warum sich Nocturnal entschieden hat, dieses Wissen zu teilen. Sie ist nun nicht gerade die mitteilsamste der geschätzten Fürsten des Hofes. Nocturnals Gräfin deutete auch an, dass ihr der Hof über unsere Pläne in Kenntnis gesetzt habt. Selbstverständlich. Ich trug ihnen auf, meine Recherchen zu stören, bevor ich eine uralte und mächtige Sprache entschlüsseln kann. Hört mal, ihr solltet jetzt in den Turm Zepora zurückkommen. Der Redenmeister will alles hören, was meine Verbündete mitzuteilen hatte. Und ehrlich gesagt, will ich das auch. Ich kehre baldmöglichst nach Atheum zurück. Ich wünschte nur, ich hätte diese Inschrift ein wenig länger studieren können. Tja, was soll man sagen? Dann werde ich mich mal aufmachen und wieder zurückgehen und dann sehen wir uns drüben wieder. Oriandra, ihr hättet vorher mit mir sprechen sollen. Sie sah eine Gelegenheit und nutzte sie, Iachesis. Schweigt, Layton. Muss ich euch in Ketten legen, damit ihr merkt, was ihr hier seid? Es tut mir leid, Ritenmeister. Wir hätten um Erlaubnis fragen sollen. Es wird nicht wieder vorkommen. Ja, worum geht's? Eure kleine Eskapade hätte verheerend enden können. Ups. Was habt ihr und Oriandra euch nur dabei gedacht, Layton zu vertrauen, dass er uns dabei hilft, diese uralte Sprache zu übersetzen? Damit ist alles, was ihr entdeckt habt, unglaubwürdig geworden. Wir stehen wieder ganz am Anfang. Nocturnals Gräfin meint, dass die Worte, an die ihr euch erinnert, ein Zauber sind, der den Fundort des Herzens offenbaren würde. Ich habe so viel durch Laytons Verbindung beobachtet, wie mir möglich war. Doch es scheint, dass der Hof des Aufruhrs uns zu verwirren versucht. Was denkt ihr? Sollen wir Nocturnals Gräfin vertrauen oder nicht? Also, was blöd ist, dass der erste Satz, also der, den man ja immer anklicken würde, wenn man das nicht liest, ne, mit so einem Twin, wenn man das jetzt alles schon mehrfach durchgespielt hat zum Beispiel,
Der würde sein, wir müssen vorsichtig sein. Ich würde nichts, was der Hof des Aufruhrs uns erzählt, für bare Münze nehmen. Andererseits, ich persönlich glaube, das, was da steht, sie wollen, dass ihr das Herz des durchschaubaren Gesetzes findet. Ich glaube, die Gräfin hat mir die Wahrheit gesagt. Es ist natürlich so eine Sache, ne? Also das Erste ist das, was man normalerweise mal anklickt. Normalerweise ist es ja so bei Teso, dass man immer das anklickt, was richtig ist, in Anführungszeichen. Ich persönlich denke aber einfach nur, dass die wollen, dass er das Herz findet, dann uns das Herz entreißen. Also ich gebe zu, ich kann mich jetzt an die Quest nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Nur noch an das Ende, was dann danach kommt. Uns dann das Herz entreißen und ja, das ist ein bisschen blöd, aber ich sag mal das Zweite. So sehr es mich auch schmerzt, muss ich dem zustimmen. Wir müssen einfach nur sicherstellen, dass das Herz nach dem Wiederfinden nicht in die Hände des Hofs des Aufruhrs oder seiner Fürsten fällt. Darien ist draußen. Sprecht mit ihm und trefft mich dann in der Traumhöhle. Naja, einfach nur ist gut. Ich werde gehen und mit Darien sprechen. Ungeachtet dessen, ob Nocturnals Gräfin nun die Wahrheit oder nur Lügen gesprochen hat, müssen wir das Herz des durchschaubaren Gesetzes zurückholen. Ich bin mir sicher, dass ich es irgendwo hinter der dädrischen Barriere versteckt habe. Gab es noch etwas anderes, bevor ihr geht und nach Darien seht? Erinnert ihr euch an irgendetwas anderes bezüglich dieses angeblichen Zaubers? Ich erinnere mich, dass ich dem Zwang der Seekräcke widerstand und zumindest ein ganz klein wenig die Kontrolle über mich behalten konnte. Aber ein Zauber, um etwas Verstecktes zu offenbaren? Woher sollte ich einen solchen Zauber und dann auch noch in einer obskuren Sprache kennen? Und wessen Stimme hallt denn nun durch meinen Geist? Das ist alles, an das ihr euch erinnert? Ich erinnere mich, dass ich das bisschen Kontrolle, was ich hatte, nutzte, um Ketoras Pläne zu vereiteln. Ich erinnere mich daran, mit jemandem zu feilschen. Aber mit wem, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur, dass es der einzige Weg war, für die Sicherheit des Herzens zu sorgen. Dann würde ich mal glatt behaupten, dass dieser jemand, an den er sich nicht erinnern kann, ihm diesen Spruch verraten hat. Vielleicht sollten wir das Herz des durchschaubaren Gesetzes versteckt lassen. Das, meine Freundin, wäre ein Fehler. Die uralten Verteidigungen von Sommers End schwinden dahin, seit der Kristall des durchschaubaren Gesetzes zerschlagen und das Herz entfernt wurde. Mit jedem Augenblick, in dem der Kristallturm unvollständig ist, zerfällt der Schutz weiter. Aber was ist, wenn all dies nur eine komplizierte Falle ist, damit ihr das Versteck offenbart? Ich bin mir sicher, dass es genau das ist. Doch durch diese Gewissheit haben wir auch einen Vorteil. Ihr werdet an meiner Seite sein, wenn wir das Herz finden. Und ihr werdet zur Stelle sein, um mir zu helfen, mich vor dem Hof des Aufruhrs und seinen Fürsten zu verteidigen. Ja, das werde ich wohl. Allerdings werde ich das nicht mehr in dieser Folge machen, sondern wir werden das alles oder vielleicht etwas anderes in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.